Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten und an der Stelle natürlich mit Dirk Hilger, Trader und Entwickler von Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Lett. Wir schauen uns erstmal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist immer, immer wichtig. So, Dirk, ich habe ja heute gelesen, dass du mich vermisst hast. Umso mehr freue ich mich, endlich mal wieder mit dir ein Webinar zu veranstalten. Deswegen schalte ich sehr, sehr gerne rüber zu dir. Und Oh, vermisst würde ich jetzt nicht sagen, also ist schon okay. Nein, natürlich, ist ja auch schön, dass du mal wieder da bist. Du bist ja ständig in Urlaub, habe ich das Gefühl. ja, genau. Immer. Ja, ist irgendwie schon so. Auf jeden Fall häufiger als ich. Also das steht fest. Da habe ich keinerlei Zweifel dran, dass das so ist. Du bist wichtiger. Ja, nee, ich habe heute nur auf den Kalender geguckt und gesagt, ach du Schande, heute ist ja schon wieder Webinar. Nee, ich bin nämlich so ein bisschen kaputt. So ein bisschen angeschlagen, irgendwie heißen Kopf und irgendwie glasige Augen, das ist irgendwie eine blöde Kombi. Sollst doch Und Sonntagabend nicht trinken. noch, bitte nochmal. Sag, du sollst doch Sonntagabends nicht mehr trinken. Ja, das war leider aber auch am Samstag schon so und auch schon bevor ich überhaupt versucht habe, was zu trinken. Also von daher, keine Ahnung, es beschäftigt mich diesmal ja ein paar Tage länger. So, aber nichtsdestotrotz rocken wir das Ding hier durch. Einen wunderschönen guten Abend hier von meiner Seite aus Köln. Und zum heutigen Webinar, dem Helpdesk, was wir hier so circa einmal im Monat veranstalten, beziehungsweise ist, glaube ich, genau einmal im Monat, bis auf wenige Ausnahmen zumindest. Und das heißt also hier rein interaktiv, hier gibt es keinen Handel, hier gibt es keine Strategien, hier gibt es keine Erklärungen dafür, warum der Dow heute noch 1000 Punkte steigen soll. Ich weiß nicht, ob einer von den Shorties hier dabei ist, deswegen kleiner Insider am Rande. Und sondern es geht hier wirklich nur um Stereo-Trader-Fragen, also Sachen, die man halt irgendwie nicht irgendwie im Support beantworten konnte. Die versuchen wir dann heute hier irgendwie dann halt durchzukriegen. Das heißt also, euch halt Antworten zu liefern. So, das heißt, ich bin jetzt eigentlich schon fast ganz still und keiner was fragt. Und dann sind wir hier auch ganz schnell fertig für heute. Das heißt also, immer raus damit. Also auch gerne, was die Beta-Version angeht. Da sind ja doch einige Leute mit dabei. Und wenn es nicht allzu tief da in die neue Materie reingeht, aber generell erstmal alles erlaubt an Fragen. Ich hatte dir eine Frage ja schon weitergeleitet. Echt? Ja. Die hatte ich irgendwie, dann habe ich die tatsächlich mal übersehen. Gut. Dann schieß mal los. Tja, gute Frage. Jetzt bin ich natürlich am anderen Rechner. Es ging auf jeden Fall, es ging auf jeden Fall Schade. darum, um die Buttons Flat, Buy und Sell. Das würde bei dem Kunden bzw. Interessenten immer ein bisschen verzögert reagieren. Hast du da Erfahrungswerte oder wüsstest du, woran es liegen könnte? Dass die Schaltflächen, ja, ich sehe es gerade hier, nur durch mehrmaliges Klicken. Ich habe jetzt hier gerade mal meinen E-Mail-Kram aufgemacht. Ja, also das heißt normalerweise halt nicht. Also generell ist es so, dass es halt synchron läuft. Das heißt, ich kann ja mal hier, wenn man sich das hier mal als Beispiel unten anguckt, sobald ich hier drauf drücke, ich weiß es nicht, inwiefern es jetzt hier in Echtzeit dann auch sichtbar ist. Das heißt, sobald ich hier jetzt die Maus als Beispiel loslasse, ja, dann geht in dem Moment, geht die Order an den Broker und hier oben, das färbt sich erst nochmal ein, wenn der Broker geantwortet hat. Das heißt, hier hängen dann ganz viele Sachen mit zusammen. Das heißt also einmal allen voran die Internetverbindung natürlich, die dafür halt mitverantwortlich ist. Und auf der anderen Seite dann halt eben aber auch die Rechnerperformance. Und ich weiß jetzt nicht, ob das auf dem MT5 oder MT4 ist. MT5 braucht grundsätzlich ein bisschen mehr an Performance als als der MT4, habe ich das richtig rum gesagt? Also MT5 braucht mehr generell Rechnerressourcen als der MT4. Und das heißt, darauf muss man sich halt auch mal so ein bisschen einstellen. Wenn man dann halt irgendwo so eine ultralahme Krücke dann hat, mit der man dann halt zu handeln versucht, dann ist das wahrscheinlich irgendwie nicht lange von Erfolg gekrönt. Und sobald man dann irgendwie ein paar Charts auf hat, dann wird es dann halt eben auch relativ schnell eng.
Und also das sind die eigentlich die einzigen Ursachen. Und ich würde und der die andere Geschichte ist halt je nach Broker, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass das ja FX Flat ist, da kann ich halt eigentlich versichern, dass es daran nicht liegen sollte, weil wir haben wirklich halt auch mal, der Nelson wird das auch bestätigen, hier mit der Technik wirklich monatelange Tests gefahren und wo ich halt noch eigens dafür eine Testanwendung geschrieben habe, was die Orderausführungsgeschwindigkeit und so weiter angeht. Und das ist halt wirklich optimiert bis in die Haarspitzen. Also daran sollte es nicht liegen. Nur wenn es eben ein anderer Broker ist, dann würde ich auch da mal irgendwie nachgucken. Nicht, dass es da an der Verbindung dann halt liegt oder an der Ausführung schlicht und ergreifend. Ne? Weil wie gesagt, sobald ich halt hier immer erst dann, wenn der Server geantwortet hat und dann reagiert das Ganze auch wieder. Und egal, ob das jetzt halt hier für Flat ist oder was auch immer, spielt halt alles keine Rolle. Ne? Das heißt, es ist immer synchron. Immer erst, wenn dann halt die Antwort da ist, gibt es auch eine entsprechende Reaktion dann im Bild, also im Chart. Der Fragesteller ist auch hier jetzt gerade da live dabei und er schrieb MT4, 25.000 Datenrate, also Internetgeschwindigkeit, aber entsprechend anderer Broker. Deswegen können wir hier, kann ich jetzt seitens FXZ natürlich nichts dazu beitragen. Dann hätte ich da aber so eine Empfehlung. Für einen Broker. Also es ist halt wirklich so, ne? Ich meine, man mag das halt irgendwie gerne mal irgendwie auch als, weiß ich nicht, Marketing oder was auch immer abtun. Aber es ist ja nun mal so, dass halt der Stereotrader auch nicht überall verfügbar ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass den nicht mehr haben wollen, sondern es wird hier einfach schon Wert drauf gelegt, dass genau solche Sachen funktionieren. Und genau sowas, wie wir es halt, wie ich es ja gerade beschrieben habe, gemacht habe, das geht halt wirklich nur, wenn man da Hand in Hand zusammenarbeitet. Und das ist halt hier halt einfach der Fall. Das heißt, immer wenn irgendwas ist, habe ich natürlich die kürzeste aller Leitungen und dann natürlich auch sofort dann auch entsprechende technische Kompetenz dahinter, die sich halt drum kümmert. Und das heißt also hier auch wirklich dann versucht, Hand in Hand alles so zu optimieren, also wie es halt nur irgendwie machbar ist. Und das ist natürlich nochmal ein kleiner Unterschied, wie wenn ich mir jetzt irgendwie ein Broker aus, weiß ich nicht, Übersee irgendwo halt dann schnappe. Und da kommt natürlich noch die Ping- und Latenzzeit, kommt dann auch nochmal damit dazu. Und aber da ist halt so ein Austausch auch einfach nicht da. Ne? Das ist halt ganz klar. Also deswegen, die Empfehlung ist schon ernst gemeint und nichts, und ich habe ja auch nichts davon. Also wenn ich das jetzt hier irgendwie ausspreche. Natürlich hat dann FX Flat was davon, klar, keine Frage, aber derjenige, der es dann halt eben eingeht und dann vielleicht einen Wechsel macht, natürlich allen voran. So, das war jetzt genug auf dem Kissen gekloppt. Aber darf man ja, glaube ich, auch mal genauso deutlich sagen. Gut, hast du die Fragen, werden die bei Ich dir vermisse angezeigt? Schau mal. irgendwie gerade das Fenster. Ich weiß schon gerade nicht, wo es hin ist, ehrlich gesagt. Jetzt ist Gerade war es auf der. dein Bild ist jetzt weg. Mein Bild ist weg. Yes. Was siehst du denn überhaupt noch? Gar nichts. Dein Bildschirm wird gerade nicht übertragen, beziehungsweise warten, dass du den Bildschirm wieder überträgst. Ah, Gerade okay. war es okay, aber. Moment, ich guck mal, wenn ich jetzt hier. Jetzt ist Jetzt wieder. wieder. Komisch. Entweder habe ich mich gerade verklickt oder hat sich hier von selber irgendwie ausgeklinkt. So, der Ingolf meinte, ich wäre sicher noch essen. Nein, aber ich war tatsächlich noch schlafen. Ja, wie gesagt, ich bin halt etwas angekratzt und musste ein bisschen Energie für euch ja vortanken, damit ich hier nicht vom Stuhl falle. So, wie kann man, soll ich mal der Reihe nach durchgehen, soweit ich das halt hier irgendwie, oder willst du das Ja. vorsortieren? Nein, nein, das kannst du machen. Okay, wie kann man den Parameter für den XMA-Filter eh mal ändern? Puh, das ist eins von den Dingern, die ich schon ewig nicht mehr, ehrlich gesagt, angefasst habe. Das ist wahrscheinlich das hier mit gemeint. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Add-ons hier alle laufen, weil ich bin halt hier ja in der Entwicklungsumgebung und da kann es auch sein, dass da mal einiges nicht funktioniert. Jetzt hast du das falsche Tool. Er wollte XMA filtern, nicht RSI. Ja, den hatte ich, dachte ich auch eigentlich, ich hätte den geklickt, aber. Moment. Ich glaube, der will aber nicht in der Version. Das kann jetzt leider sein, dass ich mir hier auch schön was zerschieße. Hast du die MetaTrader 4 Version noch, die aktuelle, Kann nicht ich, Beta? ja, ich,
Bei mir ist hier MetaTrader 4 gerade komplett tot heute. Ich kann leider nur auf dem MT5. So, das hier sieht nicht gut aus, was ich da gemacht habe. Das war, glaube ich, nicht so die klasse Idee. Ah doch, da ist er doch. Aber sehr verzögert. So, was war jetzt die Frage? Wie kann man den Parameter für den XMA nach Filter, hä? Für den XMA-Filter EMA ändern? Ja, doch eigentlich nur einfach hier unten durch die Eingabe. Also Minus ist halt EMA und Plus ist SMA. Falls ich da irgendwas falsch verstanden habe, nochmal nachlegen, Frank. Okay. Ich traue mich jetzt hier nur nicht, weil das irgendwie, man hat es ja gerade gesehen, das liegt halt darin, das ist halt auch alles irgendwie nicht für Release kompiliert, sondern da sind halt irgendwie noch 1000 Messungen drin und das verzögert natürlich das hier alles so ein bisschen. Aber ging heute nicht anders. Es hätte mir zu viel hier, das wäre mir ein bisschen zu gefährlich gewesen, hier in der Entwicklungsumgebung da halt alles Mögliche umzubauen. Deswegen, wenn ich an den Zahlen ändere, passiert nichts. Das ist schlecht. Da muss ich mal gucken. Also eigentlich natürlich ist es so, ne? Das heißt also hier einfach nur entsprechend das halt abändern. Ich kann es jetzt mal versuchen. Ich traue mich fast nicht, aber ich mache mal als Beispiel hier eine 100 rein. Und es kann aber sein, dass das halt irgendwie einfach nur durch die letzte Version irgendwie ein bisschen unglücklich durchgerutscht ist. Aber hier steht zumindest mal halt irgendwie keine Rückmeldung. Das heißt, irgendwas ist er da gerade am Rechnen. Ansonsten muss ich mir das nochmal angucken. Ich hoffe jetzt nur, das überlebt jetzt hier meine Instanz. Das wäre jetzt sonst ein bisschen schade, aber kann jetzt halt hier leider sein, dass der sich jetzt hier mal kurz ausklingt. Weil ich habe natürlich, ich habe, was heißt natürlich, muss mir jetzt einfach so vorstellen, immer wenn eine neue Version kommt, die ist ja gerade wirklich mit Hochdruck, geht die ja halt dem Release zu. Und da gibt es natürlich bei jeder Änderung funktionieren dann halt die Add-ons halt nicht. Und deswegen sind die nicht immer unbedingt alle immer startklar. Ich werfe das halt oft eben über Nacht an, damit es nochmal funktioniert. Aber letzte Nacht tatsächlich nicht. Und von daher bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob In das der jetzt hier Zeit, so war. wo Ja. wir jetzt warten, tatsächlich kamen wie immer viele Anfragen, wann die neue Version kommt. Du kannst das natürlich nicht auf den Tag genau sagen, aber ungefähr abschätzen, wann es soweit sein wird. Ja. Also auf den Tag genau nicht, auf jeden Fall noch bevor der Sommer wirklich im Gange ist. Also das steht eigentlich fest. Ich habe nur kurz mein Bildschirm mal, also nicht erschrecken, das habe ich gerade forciert an der Stelle, weil ich hier ein bisschen was gerade umbauen muss, umstellen muss. Ist aber sofort wieder da. Ja, ich hoffe, also das sind halt eigentlich nur noch, waren es nur zwei, drei kleine Änderungen, die jetzt halt noch mit dazugekommen sind. Mehr kommt jetzt aber auch nicht mehr dazu. Und an Fehlern ist kaum noch was da. Also eigentlich nur noch Sachen, die die wenigsten auch ohnehin im Alltag überhaupt verwenden. Aber nichtsdestotrotz muss es natürlich alles raus, keine Frage. Und also auf den Tag genau kann ich es jetzt nicht sagen. Ich würde aber halt mal tippen, Ende Juni spätestens sollte es eigentlich soweit sein, dass die ganze Geschichte dann halt release-tauglich ist. So. Bildschirm müsste nochmal da sein, ne? Okay. Also das mit dem XMA gucke ich mir halt nochmal an. Also sollte natürlich so nicht sein. Hat auch eigentlich, habe ich also jetzt noch nie irgendwie gesehen. Es kann aber auch wirklich sein, dass es jetzt mit der, weil ich weiß, dass du ja auch die Beta am Start hast, Frank. Von daher kann es natürlich jetzt auch sein, dass es damit zusammenhängt. Würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Habe ich heute auch noch eine Lustigkeit entdeckt, die ich noch nicht zuordnen kann. So. Gut. Also ich gehe mal hier gerade am Rande durch. Was? Ich glaube, der Wiesler. Frage verstehe ich gar nicht. Einstellungen für OCO arbeitet dieser Ordner. Da bitte nochmal, also wenn der PC aus ist. Nee. Also generell solche Geschichten, wie wir sie jetzt hier halt haben. Das heißt also, wenn ich irgendwelche Orders traile oder halt Attribute halt versehe, CS, CO und all sowas, funktioniert natürlich nur, solange der Stereo-Trader halt auch läuft, klar, weil das sind ja Funktionen, die werden vom Stereo-Trader ausgeführt und das heißt, das muss natürlich auch laufen, die sind nicht irgendwie beim Broker
hinterlegt. Ne? Also das ist klar. Deswegen empfehle ich halt auch immer, sollte man entweder dann halt wirklich Rechner 24 Stunden durchlaufen lassen oder dann halt eben einen vernünftigen VPS. Der läuft ja auf jeden Fall dann halt 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und weil dann kann natürlich auch mal lokal hier das Internet ausfallen oder sonst irgendwas, dann alles nicht so tragisch. Nur eine kleine Ergänzung zum XMA-Filter. Ich habe es jetzt gerade ausprobiert mit der letzten offiziellen Version 2064 und da kann man die Zahlen ganz normal ändern. Allerdings habe ich jetzt im MP4 ausprobiert. Ja, das ist, aber wenn es dort geht, geht es auch im MT5. Also das ist wahrscheinlich, hängt man nur mit der Beta zusammen. Also da ist halt, die Schnittstelle ist halt auch nochmal irgendwie neu. Und wie gesagt, ich habe da heute selber noch was ganz Lustiges. Also ja, es ist leider wirklich lustig, aber die Ursache zu suchen, finde ich jetzt nicht so lustig. Aber halt, da ist irgendwas mit der Schnittstelle wahrscheinlich dann irgendwie in der aktuellen Beta, was das halt angeht. So, mein Value Profile funktioniert nicht mehr, wenn ich es per Dropdown reinziehe, geht es auch nicht. Das ist leider so eine Aussage, mit der kann ich nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil grundsätzlich funktioniert das Ding ja und da ist vielleicht dann ein bisschen mehr Input dann erforderlich, Sebastian, ne? Also was jetzt das Value Profile eben angeht. Und nur mal darauf achten, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob du in der Testergruppe mit dabei bist oder nicht. Und wenn man halt in der Testergruppe ist, dann gibt es ja so einen speziellen Ordner hier auf der Navigatorseite. Also hier ist ja generell der Ordner StereoTrader. Und dann gibt es einen Ordner halt, einen Unterordner Add-ons Beta. Und die muss man dann natürlich von dort auch da reinziehen. Und ansonsten, wenn irgendwas nicht funktioniert, immer hier unten reingucken. Irgendwas steht da immer, warum es nicht funktioniert. Weil es wird ja nicht einfach so dann halt nicht angezeigt. Und die meisten Fehlermeldungen werden zwar hier im Chart angezeigt, aber wenn es dann halt zum Beispiel technisch nicht möglich ist, das anzuzeigen, weil die Schnittstelle halt zum Beispiel eine falsche Version hat, dann kommt es auf jeden Fall hier unten raus. Und dort sieht man eigentlich immer, wenn irgendwas halt nicht passt, woran es dann halt liegt. So, was habe ich gesagt? Dauert 1000 Punkte hoch. Ja, 50 haben wir schon, ne? Das hat schon gepasst. Wir zählen Okay. mit. Bitte? Wir Du zählen zählst mit. mit? Ja, bis zum Ende des, hier bis um spätestens 19 Uhr stehen wir dann hier bei 900 wieder. Kriegen wir hin. Sehr gut. So, bei mir funktioniert komischerweise das Value Profile aus dem Chart-Panel im DAX nicht. Ja. Da gibt es eine total simple Erklärung. Also hab ich öfter schon gehört. Muss mal gucken, wie man dem man halt dann begegnet in Zukunft mit den Versionen. Also das Value Profile, was hier halt drin ist, beziehungsweise das Volumenprofil, nicht Value Profile. Hier im Chart, da unten gibt es ja das VP, ne? Also Volumenprofil. Und wenn das nichts anzeigt, ist die Ursache total simpel in fast allen Fällen. Geht man hier oben aufs Logo, guckt da mal, was bei Symbol steht, und dann stehen hier Handelszeiten, die möglicherweise nicht passen. Und das ist momentan so, wenn da halt irgendwie die Anfangszeit zum Beispiel auf einem Wert steht, der nicht existiert, ja, wo es dann einfach keine Kerze gab und da wird halt nichts angezeigt. Das heißt, hier einfach mal eine andere Uhrzeit eingeben und dann wird man halt auch rausfinden, was halt funktioniert und was nicht. Das sollte natürlich, wie jetzt hier bei mir es ja auch ist, hier steht es 0 Uhr bis 23 Uhr. Das sollte natürlich auch funktionieren. Aber wenn dem mal nicht so ist, einfach mal ein paar Minuten draufgeben. Hier bei der Anfangszeit und dann halt mal gucken und dann jede Wette, dass es dann auch entsprechend angezeigt wird. Kann ich bestätigen. Ja. Da muss man, im Zweifelsfall muss ich da halt mal eine Ungenauigkeit einbauen, dass einfach die erste dann halt gesucht wird, wenn nicht verfügbar ist. Und aber es ist halt alles immer sowas, immer sehr leicht gesagt. Das dann umzusetzen, ist dann halt meistens ein bisschen aufwendiger. Wird man die Tick Size, also mit Silber, genau, der Ralf, das können wir irgendwie gerade mal machen. Da gab es wohl irgendwie Problemchen mit Silber. So, gucken, wo haben wir den Kram hin? Kann man gucken. Es kann natürlich sein, dass da was in der Datenbank irgendwie falsch hinterlegt ist. Ich kenne eigentlich keinen, der Silber handelt. Und aber trotzdem, das hat auf jeden Fall irgendwann mal gestimmt.
Nicht, dass da irgendwas verrutscht ist. So, und da ist jetzt die Frage, genau, was war die Frage? Oh, da oben, das sieht lustig aus, ne? Das ist wahrscheinlich genau das Ding. Das heißt, der Wert stimmt hier oben nicht. So mal auf den ersten Blick würde ich mal sagen, das kann nicht sein. Da ist die Tick-Size halt falsch. Man kann die jetzt, zumindest mal in den neuen Versionen, kann man die ändern. Das heißt, das muss wahrscheinlich, würde ich mal tippen, 0,01 halt irgendwie sein. Bin natürlich nicht sicher, ob das jetzt so stimmt. Muss ich mal nochmal nachgucken, dann halt im Future. Und wo wird denn der gehandelt? Globex oder wo ist das? Die Spezifikation muss ich mir mal nochmal angucken. Also das heißt, in der neuen Version ja, dort kann man auch das Ganze ändern. Also die Tick-Size, auch wenn die hier halt grau ist. Und aber trotzdem geht das. Ja, man sieht, da werden auch direkt, wird auch alles andere sofort auch mitgeändert. Und ja, also da ist wahrscheinlich irgendwie einfach nur ein Fehler in der Datenbank. Da muss ich mal gucken, habe ich auf dem Schirm, Ralf. Okay. Das heißt, wie man es gerade gesehen hat, also man kann die Tick-Size kann man ändern. Und das auf jeden Fall in der neuen Version ist es halt alles ein bisschen eleganter. Also alles, was halt eben die Tick-Size angeht, also nur um das mal kurz, vielleicht für die Anfänger, die hier dabei sind, kurz zu erklären. Tick-Size ist halt letzten Endes nichts anderes als der minimal, also der Wert, den sich halt ein Underlying, wie zum Beispiel DAX oder Gold, halt minimal ändert. Ja, womit aber hier dann halt, also in der Regel ist es ja halt voreingestellt. Das Ding ist nur halt, dass CFDs als Beispiel, wenn man sich halt mal, wenn man den DAU anguckt zum Beispiel, da sehe ich halt ja hier eine Anzeige, da habe ich halt Nachkommastellen, halbe Punkte, die gibt es beim DAU gar nicht. Und das macht auch eigentlich gar keinen Sinn, damit zu hantieren. Und das liegt aber auch daran, weil das natürlich halt immer so ein Mix ist aus Kassa und aus dem Future. Und deswegen haben wir halt hier so Zwischenwerte. Und im Stereo Trader ist es eben so, dass halt generell genau diese Daten, also die minimale Änderung und so weiter, die ist sind halt in der Datenbank hinterlegt und so, dass sich das halt dann auch in der Regel nach dem Future dann halt richtet oder dass man sich halt so einstellen kann, dass es halt eben passt. Und das macht das Ganze natürlich alles etwas eleganter, weil ich dann halt auch hier zum Beispiel nicht irgendwie mit Nachkommastellen beim, also mal angenommen, ich gehe halt hier irgendwo long und dann habe ich halt hier keine Nachkommastellen. Ja, sondern habe dann halt einfach auch feste Punkte. Und beim DAX ist es ja noch krasser. Also der DAX hat ja irgendwie, der hat ja 2 Komma Nachkommastellen. Das heißt, den kann ich theoretisch in hundertsten Werten ändern, was natürlich völliger Blödsinn ist, weil halt der F-DAX als Beispiel, der hat ja nur einen halben Punkt Änderungswert. Das heißt, würde ich dort diese Tick-Size, ja, was dann halt letzten Endes 0,01 Wertveränderung ist, dann würde man sich ja totklicken, wenn man halt irgendwie mal den Stop-Loss einen Tick halt entfernt, weiter bewegen will. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann kann ich ja mal irgendwie auch kurz aufmachen. DAX, da sieht man es ja eigentlich mitunter am besten. Und das heißt, wenn ich das jetzt hier mache und zum Beispiel dann halt schon so eine Position dann halt eingebe, zum Beispiel gehe hier long. Ich mache es mal ein bisschen größer. So, und dann sehe ich halt. Dann habe ich halt hier einen Stop, einen Stop-Loss. Ja, habe ich zwar auch eine Nachkommastelle, aber die ist gerastert. Das heißt, da habe ich jetzt 0,5er Schritte. Ne? Also so wie es der F-DAX dann halt eben auch ist. Und das heißt, ich habe natürlich hier ein wesentlich leichteres Arbeiten und kann halt so zum Beispiel, mal angenommen, das wäre jetzt eine Long-Position, die funktioniert. Da kann ich halt hier mit dieser Art und Weise dann halt eben auch, gut, Stunde ist jetzt ein bisschen unglücklich, aber halt den Stop-Loss dann eben Tick für Tick dann halt eben auch bewegen. Und das ist halt, aber in der neuen Version ist es halt alles genauer. Das ist, in der alten ist es halt eher immer so ein Mittelwert. Und das ist aber in der neuen Version ist es halt alles konsequent, zieht sich das durch mit der Tick-Size. Also nicht nur hier durch die Eingabepanels mit den Nachkommastellen, sondern auch noch ein paar andere Geschichten. Okay. Ab und zu kommt es vor, dass der Sportstrategie die Anzeige bei Range Punkte leer bleibt. Oh, also da brauche ich ein konkretes Beispiel. Also, die Rede ist von der Sportstrategie, was ja ein Add-on für den vollautomatischen Handel ist im Stereo Trader.
Und ich weiß, dass das jetzt hier auf Anhieb nicht funktioniert, deswegen kann ich das jetzt hier leider nicht starten. Da vielleicht lieber nochmal irgendwie ein Beispiel, wenn es mal soweit ist, weil ich weiß ja, dass der Olli Schwab, der handelt das ja halt auch live jeden Tag. Und um halt eben da auch immer up to date zu sein, wenn mal irgendwas ist oder auch vielleicht mal nicht funktioniert oder mit neuen Versionen. Und das ist jetzt mir absolut nicht bekannt. Aber vielleicht gibt es da auch eine ganz simple Antwort. Also es muss nicht unbedingt ein Fehler sein. Es kann auch einfach tatsächlich eine simple Erklärung dafür geben. So, den Kurs siehst du ja rechts im Markt. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas übersehen. Von dem Patrick. Also wie gesagt, ne, hier Sebastian mit dem Add-on, mit dem Value Profile. Wie gesagt, ne, bitte hier unten reingucken. Das nutzt so nichts, ja. Weil ich weiß, dass wenn ich es draufziehe, funktioniert es. Und deswegen, da muss man gar nichts einstellen eigentlich. Aber wenn irgendwas nicht passt, Version oder sonst irgendwas, bitte hier unten reingucken. Und dann kann man da auch näher drauf eingehen. Bei Strato VPS Server komme ich den StereoTrader nicht draufgeladen, bekomme nur die Meldung. StimExe Fehler, Virus gefunden. Also es hat definitiv kein Virus, das StimExe. Und das ist halt, aber das ist ja beim Meta-Editor, ist das ja genauso. Also zum Beispiel hier der Editor, der beim MetaTrader dabei ist, den kriege ich zum Beispiel nicht zum Laufen, ohne dass ich halt den Virenscanner halt abschalte. Und das sind halt False Positives sind das. Das heißt, es gibt immer wieder mal irgendwelche Fehler, die solche Scanner halt machen. Und wenn man Pech hat, landet man halt irgendwie da drauf. Und wenn man noch mehr Pech hat, kümmert sich keiner drum von den Herstellern. So im Großen und Ganzen ist aber überwiegend Ruhe eingekehrt, nachdem ich da halt mal ein paar auch gedroht haben. Aber halt Microsoft ist da jetzt irgendwie nicht so von beeindruckt, wenn ich da mit dem Anwalt drohe, dass sie das halt rausnehmen sollen. Und deswegen kann es da halt immer noch sein, dass halt hier und da das mal angezeigt wird, aber ist natürlich Quatsch. Ne? Also hier auch bei mir in der Entwicklungsumgebung, das läuft mehr als nur ein Scanner Tag und Nacht und behält da alles im Auge, dass da bloß nichts halt irgendwie reinkommt und da ist auch nichts drauf, wie jetzt, weiß ich nicht, da werden ja keine irgendwie Videoseiten oder sowas angeklickt, da gibt es nicht mal ein E-Mail drauf, da gibt es nichts von alledem und von daher ist er natürlich erstmal soweit safe. Ansonsten muss man das halt, muss man den halt abschalten. Das heißt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie das geht. Aber auf jeden Fall geht er halt irgendwie auch trotzdem ausführen. Das sollte schon irgendwie gehen. Ne? Also, dass man den dann halt auf eine Ausnahmeliste setzt. Ich weiß jetzt auch nicht, welcher Scanner dort irgendwie drin ist, aber jeder Scanner lässt sich umgehen, indem man ihm sagt, ey, das ist so nicht. Ne? Das siehst du falsch an der Stelle, das ist ein Fehler. So, kommt der StereoTrader für den Mac? Dazu müsste der MetaTrader für den Mac kommen und da das nicht der Fall ist, halt nicht. Also ich bin selber ja nur auf dem Mac unterwegs und ich mache es halt so, dass ich halt eben mit Parallels arbeite oder dann halt mit dem VPS. Und das ist halt, finde ich, sowieso die stabilere Windows-Umgebung, wenn man das halt so macht, als dass man halt halt es irgendwie zum Beispiel mit Wine oder irgendwas dann halt versucht. Also das heißt, nativ, klar, wenn der MetaTrader irgendwann mal kommt, dann ja. Ansonsten halt eher wohl nicht. So, ich muss auf API Build 2064 updaten. Ja, siehst du, da haben wir schon das Problem erkannt. Ja, generell muss der StereoTrader einfach mal upgedatet werden. Ich fürchte halt, dass es halt einfach nur eine uralte Version ist, die du da drauf hast, Sebastian, und das solltest du halt dann wirklich einfach mal von allem dann entsprechend die neueste Version draufspielen. Das heißt also einfach hier oben über das Logo, hier ins Setup und dann hier über den Installation Manager und dann mal alles auf den neuesten Stand bringen. Und dann wird das auch alles wieder funktionieren. Aber das ist natürlich die einfachste Erklärung. Aber siehe da, wo hat es gestanden? Hier unten drin, ne?
Gerhard, auf deine Frage kann ich leider nicht eingehen an der Stelle. Da kannst du aber gerne mal irgendwie in der Gruppe vorbeikommen oder dann halt irgendwie eine Mail an info@stereotrader.net mal irgendwie schicken. Da gehe ich da gerne drauf ein. Ich kann es auch auf dem Bildschirm zeigen und du kannst gerne was dazu sagen, wenn du möchtest. Das glaube ich nicht, dass du das möchtest, weil das ist ja eine Veranstaltung von FX Flat. Und Nein, dazu müsste ich dann. ich zeig meinen Bildschirm. Ach Denn wir haben ja so. seit heute ja die Mikro-Features. Und dann kannst du Ach, gerne hä? natürlich was dazu sagen. Ja, was? Hä? Ich kriege irgendwie nichts mehr mit, kann das sein? Pass auf, ich halte mal ganz kurz rüber. Dann kann ich das gerne auch jetzt auch ankündigen, dass wir seit heute auch die CME Futures haben. So, Wieso ist sagt das mir das jetzt? keiner? Das habe ich dir schon gesagt. Sieht Das man, glaube ich oder? so nicht. Ja. Genau, seit heute haben wir jetzt hier auch die ganzen CME Futures. Kann ich auch gerne kurz hier auch zeigen. Also ganz normal die E-Minis und Mikros und natürlich auch hier noch Gold und Öl. Und ja, ich habe jetzt hier auch Dom jetzt auch angemacht. Ich glaube, darauf war ja die Frage. Richtig? Aber ich krieg die nicht hier im Demo angezeigt, oder? Nee, also es gibt keine Demo-Version. Okay. Also zumindest jetzt nicht. Kurzfristig wird es auch keine geben. Okay. So, mal kurz gucken. Also, was war die Frage? DAO-Mikro, die Funktion und Darstellung. Ja, generell ist halt einfach, was man hier sieht, was da rechts halt so flackert, ist ja halt nichts anderes als das Orderbuch. Du kannst ja mal halt, Nelson, kannst du mal halt irgendwie den Standarddom aufmachen, genau, damit man es halt so vergleich sieht, ne? Also rechts ist ja halt ähnlich, wie es beim Ninja halt auch ist. Das heißt, dort habe ich dann halt einfach auch nur das Orderbuch dann halt an der Stelle halt dargestellt. Und aber halt eben unabhängig vom Chart. Und im StereoTrader, wie man es halt sieht, hier ist sie dann halt einfach nur an den Chart geheftet. Und das heißt, hier sehe ich halt einfach direkt im Chart selber, wo halt die ganzen Orders dann halt auch liegen. Und das ist natürlich, habe natürlich eine ganz andere Übersicht dann auch hier. Und weil ich natürlich auch wie jetzt zum Beispiel, sieht man es ja halt hier, das ist ja das Volumenprofil. Das sieht man an der gelben Linie, wo er gerade rumzackert. Das ist hier zum Beispiel eingeblendet. Und das heißt, hier sehe ich halt zum Beispiel dann auch ganz deutlich, also das ist hier die gelbe Linie ist ja jetzt momentan dort, wo der meiste Umsatz gedreht wurde. Ja, wobei das jetzt aber hier der Mikro-Future ist. Das hat natürlich nicht so viel Aussagekraft wie im richtigen, also wie im großen Future, besser gesagt, nicht im richtigen, aber im großen Future. Und so kann ich es halt natürlich viel, viel sauberer halt irgendwie mir dann halt nochmal visuell zuordnen, wie das dann halt auf der rechten Seite ist. Und was man halt hier einfach sieht, ist halt, dass überhalb dem Ask momentan halt irgendwie so ein Orderpaket von irgendwie 150, 132, 133, 109, also ein bisschen schneller, als man gucken kann, halt liegt und unterhalb jetzt diese 156 und dann halt eben dann nochmal ein paar andere Orders drüber und drunter. Was hier übrigens auffällt, für diejenigen, die sowas vielleicht noch nicht gesehen haben, ist, dass halt dass wir hier drei Linien haben. Also einmal halt der Last Price, das heißt, der hängt immer dort, wo die Kerze gerade fertig ist. Das sieht man ja auch, das ist diese graue Linie. Vielleicht kannst du mit der Maus ja mal drauf zeigen. Ja, genau. Das ist halt der Last Price einfach hier. Das heißt, das ist in dem Wert der Kurs, der zuletzt gehandelt wurde. Ja, also wo zuletzt halt gedealt wurde, sozusagen. Und dann haben wir halt noch die zwei kurzen, das ist Bid und Ask. Das heißt also dort einmal halt, ja, genau wie halt, wie man es aus dem MetaTrader auch kennt, eben halt den Brief- und Geldkurs. Und der weicht halt dann auch schon mal ab. Und das liegt einfach daran, dass es natürlich halt auf der einen Seite hängt es halt, ist es ja halt auf dem Future gemappt, also beziehungsweise auf den großen Future gemappt. Das heißt, hier muss immer ein Ausgleich da stattfinden. Und
Und das heißt, der Last wird halt nur, also das heißt, die Kerze wird halt nur dann gebildet, wenn jetzt zum Beispiel auf dem Bit oder Ask dann halt entsprechend auch überhaupt ein Volumen gedreht wurde. Und deswegen rennt das manchmal so ein bisschen hinterher. In den ersten Tagen war das halt viel extremer. Dort hat man dann teilweise wirklich gesehen, dann hat sich halt die Kerze überhaupt nicht verändert und Bit und Ask sind halt durch die Gegend gewandert. Und das lag halt daran, weil das Volumen da halt noch wesentlich dünner war, als es jetzt ist. Es ist immer noch recht dünn. Und aber das ist halt auf alle Fälle nimmt es langsam halt zu. Und so langsam kann man den halt auch tatsächlich handeln. Aber man sieht ja halt auch hier, der Spread oben schwankt immer noch zwischen 1 und 2. Selbst das geht mittlerweile. Das war in den ersten Tagen, war das tatsächlich irgendwie so eher zwischen 4, 5 und 6. Dann schon mal. Aber wie gesagt, das ist also letzten Endes, nur mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, das ist einfach nur die Darstellung vom Orderbuch eben im Chart. Aber das ist beim Ninja Trader, kann ich das aber genauso machen. Dass man den Minidom oder wie auch immer der dort heißt, dann entsprechend auch anzeigen kann. Ja, super. Dann schalte ich gerne wieder zurück und zack. Aber Ja, das ich wollte tatsächlich nur an mir kurz auf komplett so die, rüber. Bitte was? nee, ich wollte nur kurz auf die Frage antworten. Es geht nur mit dem MetaTrader 5. Ja, MetaTrader 4 ist kein Future geben. Ja, genau. Wann habe ich denn hier auf schwarz umgeschaltet? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, vorhin beim Neustart. Ne? Ja, also irgendwie ist es an mir tatsächlich komplett spurlos rübergegangen. Ne? Das ist natürlich echt übel. Dann hätten wir doch Übel. heute mal telefonieren sollen. Ja, aber ernsthaft, ne? Also es tut mir echt leid jetzt auch gerade, ne? Ich habe das echt gar nicht auf, also entweder habe ich es überlesen irgendwo in der E-Mail-Flut, aber irgendwie explizit gesagt hat es mir keiner. Und sonst hätte ich das ja logischerweise auf dem Schirm gehabt und dann natürlich auch vorbereitet. Dann machen wir das, holen wir das Ja. nach, das Telefonat. Im Übrigen bei uns, nur kurz auf die Konditionen einzugehen, die Mikros kann man schon ab einem Euro handeln. Zurzeit. Was heißt ab 1 Euro? Half-Turn. Ah, okay. Also Commission dann. Gut, okay. So, dann war noch die Frage, Funktionen von der neuen Version. Also ich will da jetzt nicht auf alles, also wir haben das schon teilweise schon mal angesprochen. Ich werde auch so oder so dann auch ein Webinar machen, wo natürlich dann halt alles entsprechend erklärt wird. Und aber eine Neuerung, die jetzt dazugekommen ist, beziehungsweise jetzt auch gerade fertig wird, die kann ich ja mal kurz zeigen. Ist eigentlich ganz nett. Da haben sich heute schon einige für bedankt, die in der Testersgruppe dabei sind. Ganz simpel, ja. Also wenn man eine Linie zieht, wie jetzt hier zum Beispiel halt im DAX, und dann kann man die halt zum Beispiel automatisch labeln. Hier, ja. Das sind so Kleinigkeiten halt jetzt einfach. Das jetzt halt, aber finde ich sehr, sehr hilfreich. Und das, wo ich vorhin meinte, auch, die ist dann zum Beispiel auch direkt auf die Tick Size entsprechend gerastert. Ne? Auch hier gibt es dann auch nur eine Nachkommastelle und auch die hat Minimum 0,5, 0, genau, 5 Punkte und nicht irgendwas dazwischen. Ne? Das macht natürlich das Charting halt wesentlich einfacher und ist auch zum Beispiel nicht alles hier links, sondern MetaTrader 5 ein bisschen speziell. Haben schon. Sondern man kann die auch nach rechts schieben und dann bleibt die auch da. Man kann das auch mit solchen Linien machen, ja, sobald die halt nämlich zum Beispiel die horizontal sind, kann man da halt auch entsprechende Nummer dran heften und Größe und Farbe und so weiter passt sich dann halt entsprechend auch alles automatisch an. Also das ist jetzt eine von den Kleinigkeiten, die gerade halt dazugekommen ist und macht natürlich das Leben halt deutlich einfacher. War übrigens ein Vorschlag oder Befehl von Thorsten Helwig. Aber ist natürlich halt generell natürlich klasse. Also kann ich nur unterschreiben. Ich bin halt immer nur der dann halt gucken muss, dass es dann halt irgendwie umgesetzt kriegt. Und kann auch zum Beispiel vielleicht diejenigen, die das halt noch nicht gesehen haben, die bei den Testern dabei sind, sobald ich hier im passiven Modus bin, ne, sieht man auch, dann wandert das halt ganz nach rechts. Das heißt, dann habe ich hier wirklich den ganzen Platz dann entsprechend halt fürs Charting und habe dann halt ganz andere Übersicht dann an der Stelle, als ich das halt ansonsten vorher hatte. Man kann auch zum Beispiel mal angenommen, ich habe halt einen Chart, wo jetzt irgendwie halt schon diverse Linien drin sind, ja, die jetzt halt zum Beispiel nicht beschriftet sind. Mal angenommen, es sieht halt so aus. Und dann kann ich halt zum Beispiel mit Control-Click auf User On, kann ich halt neue Linien erzeugen, die dann alle rechts sind. Oder halt mit Shift-Click neue Labels, die dann alle links sind.
Das sind halt so Kleinigkeiten. Und von diesen Kleinigkeiten gibt es natürlich noch ein paar mehr. Aber es wäre jetzt halt hier so ein bisschen viel. Es gibt auch noch ein paar technische Verbesserungen natürlich. Das sind ja jetzt halt, das ist jetzt wirklich ja nur eine Kleinigkeit eigentlich. Es gibt aber natürlich noch ganz andere Sachen, die dann halt mit der Orderausführung, Platzierung und Routing, Senden und Sicherheit und so weiter zu tun haben. Das sind immer alles Sachen, die müssen dann tatsächlich ins Webinar. Und auch, was zum Beispiel halt auch so ein leidiges Thema hat sich jetzt auch erledigt mit der nächsten Version, dass zum Beispiel die Uhr, die kalibriert sich selber, wenn der Stereo-Trailer merkt, das kann so nicht stimmen. Und dann kalibriert er die Uhr halt zum Beispiel selber, so dass ich mich dann mit nicht mehr auseinander setzen muss. Ne? Und aber eben noch etliches. Also das müsste ja wirklich zu lange ausholen. Die Liste ist wirklich zu lang. Es ist schon vieles, was dazugekommen ist. Und auch nochmal eine Verbesserung von der Darstellung, vom Volumenprofil. Das ist eine neue Art der Berechnung, die vor allen Dingen bei den Forex-Werten halt viel genauer funktioniert. Und so weiter und so fort. Okay. Kann man die Beschriftung standardmäßig rechts anzeigen lassen? Nö. Das bleibt jetzt erstmal so, wie es ist. Weil rechts ist halt einfach zu viel. Ne? Also, es war gerade die Rede oder hat jemand gefragt, Ralf, ob man halt die automatische Beschriftung direkt rechts halt irgendwie hinpacken kann. Das Problem ist halt, dass rechts natürlich alles Mögliche ist. Ne? Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel eine Indikation anmache, zum Beispiel halt hier von, hoppla, das ist richtig. Zum Beispiel von den Stundenpivots, ja, und dann halt irgendwie noch, gut, den Dom habe ich jetzt hier, habe ich jetzt hier nicht, der hängt dann halt noch rechts. Und wenn ich dann noch mit Linien rechts komme, und ist halt nicht wirklich sinnvoll. Deswegen sind die jetzt erstmal links, man kann sie ja rüberschieben, die bleiben ja auch da. Ja, das heißt also, sobald ich halt hier irgendwie Linien halt habe und ich tue die darüber, vorausgesetzt, der MetaTrader lässt mich, dann bleibt das Zeug ja auch da. Ja. Und das hat eben auch das nächste Problem, dass ich natürlich hier immer irgendwo mitten im Kurs dann halt auch drin hänge. Ist übrigens so gemacht auch nur eine kleine Ergänzung. Hier, wenn der Kurs unter der Linie steht, dann ist die Anzeige drüber. Und wenn man ihn drunter schiebt, sollte zumindest so sein, ist jetzt irgendwie gerade nicht so hier in der Version, dann ist entsprechend halt, springt das Label eigentlich drunter. Warum das jetzt hier nicht macht, weiß ich nicht. Geht aber auf jeden Fall in der Beta, die gerade draußen ist. Seltsam. Okay, gut. So. Ja, danke Sebastian für die Blumen, für meine Analysen. Ich nenne es ja immer lieber Ausblick. Analyse klingt immer so, weil es dafür halt auch mal nicht funktioniert oder beziehungsweise halt. Was ich ja halt hauptsächlich mache, sind halt Triggerpunkte halt irgendwo nennen, wo ich sage, darauf kommt es an, darauf kommt es an. Und es ist natürlich immer schwer, dann halt irgendwie auch sich direkt einzuschießen, irgendwie auf eine Bewegung. Also heute hätte ich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen daneben gelegen, wobei der Dow ist noch nicht fertig. Ich hätte eigentlich eher gedacht, wir rennen irgendwie direkt hoch, ohne nochmal irgendwie da unten rumzutesten. Aber so ist das halt manchmal, aber macht ja nichts. Dafür hat er am Freitag alles Mögliche gepasst. Aber danke einfach mal für die Blumen. Okay, so wie ich das sehe. Ja, das sind noch zwei, drei Sachen noch offen. Echt, habe ich übersehen. Einmal, kein Problem, dafür bin ich ja da. Also RAM, was sind deine Empfehlungen? Wie viel RAM sollte man haben? Und eine VPS-Empfehlung von dir? Also unter 8 würde ich auf keinen Fall anfangen. Sagen wir es mal so, das ist wirklich so das Minimum, ne? Und so, dass sich das gerade dann halbwegs bewegt, irgendwie in zwei, drei Charts. Aber sinniger ist natürlich dann halt irgendwie alles mögliche aufwärts, also 16 und mehr. Und ich weiß, es kostet natürlich ein bisschen mehr. Also MetaTrader 4 reichen 8, ne? Das ist eigentlich kein Stress. Aber halt MetaTrader 5 ist das, was ich halt immer sage, ne? 64-Bit bedeutet im Zweifelsfalle nicht doppelte Geschwindigkeit, sondern doppelten Speicherplatzverbrauch. Ne? Das ist halt so, das liegt in der Natur der Sache. Okay, genau, VPS hast du noch da einen Hinweis für den Teilnehmer? VPS, wo denn? Das sehe ich irgendwie nicht. Welche VPS du empfehlen kannst? Ja,
Also ich habe ja halt bei mir auf der Homepage steotrader.net und auch im Blog habe ich ja halt einen Link für vps-server.com. Die finde ich eigentlich ganz clever, weil man dort ja halt auch entsprechend die Location dann wählen kann und damit die Latenzzeiten einschränken. Aber auch dort gilt natürlich, je mehr, desto besser, ne? Ich weiß, ich habe auch irgendwann mal sogar eine 2 GB-Variante auch hier schon mal im Webinar live gehandelt. Das hat da auch tatsächlich funktioniert. Es lag dann wahrscheinlich daran, dass da an dem Tag nicht viel los war. Und mittlerweile bin ich auf 4 GB und es reicht halt auch nicht, ne? Also, und ich nutze den eigentlich nur noch so für ein paar Verwaltungsgeschichten, aber nicht mehr zum Handeln. Aber ansonsten muss mich da halt, also dort kann man es auf alle Fälle so machen, dass man das erstmal einrichtet und dann auch testen kann, beziehungsweise man hat da 2 Wochen oder 4 Wochen Rückgabe- oder Rücktrittsrecht. Was aber eigentlich überall sein müsste. Also normalerweise bei Online-Bestellungen, außer es ist indie, ja gut. Bei VPS bin ich mir nicht sicher, ob da halt die Fernabsatzrichtlinien da halt gelten, weil das ja individuell konfiguriert wird. Aber bei denen ist es auf jeden Fall so. Das heißt, dort kann ich auch jederzeit wieder sagen, oh nee, lieber doch nicht oder ich gehe woanders hin. Also da, wie gesagt, einfach mal bei mir auf der Homepage steotrader.net mal nachschauen oder eben auf der Blogseite bei dirkhilger.de, dort in der Fußzeile. Dort ist auf jeden Fall ein Link drin. Gut, also offensichtlich habe ich die Frage falsch verstanden. Ging wohl eher nur darum, wie viel RAM sollte der VPS haben und nicht. Aber dann haben wir die Frage auch geklärt, welchen Also, VPS-Anbieter ja gut, habe ich auch ein bisschen gerne Werbung nehmen. gemacht. Richtig. Dann Also, war noch. was? Ich wollte nur sagen, falls es jemand nutzt, dann kriege ich tatsächlich so viel Provision dafür, dass ich eine Pizza davon bezahlen kann. Freue ich mich natürlich drüber und denke dann an denjenigen, der es gemacht hat, wenn ich die Pizza bestelle. Dann komme ich auch vorbei. Genau. So, dann hatte der Wilfried noch eine Frage und zwar, nachdem er den MetaTrader neu startet, sind seine Einstellungen zwar nicht immer, aber ab und zu weg. Gibt es da eine Lösung für? Auf Anhieb nicht. Ich krieg's leider nicht mehr ganz zusammen. Also hier bei dem Aufarbeiten hier für die Version 2.5 hatte ich eine Geschichte entdeckt, wo ich gedacht habe, das kann tatsächlich dazu führen, dass mal irgendwas an Einstellungen verloren geht. Und ich glaube, das ist dann der Fall, wenn man halt irgendwie das Setup aufmacht und dann irgendwie auf Abbrechen geht und dann den Chart zumacht. Ich bin mir aber wirklich nicht mehr sicher. Aber ich weiß, dass es in der nächsten Version natürlich nicht mehr so ist. Aber halt, irgendwo war da halt mal sowas, weil ich das jetzt irgendwie schon 2, 3 Mal gehört habe. Und vielleicht da mal drauf achten. Also mal gucken, wenn man es damit nachvollziehen kann, dann halt einfach lassen und nicht abbrechen drücken, sondern dann okay. Und dann besteht das Problem nicht. Soll natürlich so nicht sein, ist mir schon klar. Aber hat auch irgendwie, das sind so die Sachen, die findet man halt einfach nicht. Also ich habe immer wieder mal gehört, hier und da hat mir einer gesagt, die Einstellungen waren halt weg oder teilweise weg. Es ist auch tatsächlich so, dass die nur teilweise weg sind. Und aber dann halt, dass man auf so einen Hergang dann halt kommt, da muss man halt leider Gottes immer ein bisschen rumprobieren, bis man es dann irgendwann mal hat. Also da mal drauf achten. Ich will es, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das so war. Aber vielleicht tatsächlich mal gucken. Okay, ein anderer Teilnehmer bestätigt das auch, und zwar auch beim normalen Schließen. So schreibt er. Ja, das glaube ich wiederum nicht so ohne weiteres, weil ich weiß ja halt, wie der Prozess abläuft und wann da was gespeichert wird. Aber wie gesagt, ich kann da jetzt zu der aktuellen Version, da wird es auch kein Update mehr geben, also jetzt für die Version 2.0, sondern die nächste wird ganz klar die 2.5 sein. Und es wird ja auch definitiv nicht mehr lange dauern. Das heißt, an der Stelle dann, wenn das irgendwie so sein sollte, wirklich nochmal genauer gucken, welchen Zusammenhang das ist und dann ansonsten auf die 2.5 schon mal freuen, weil die läuft stabil und ich habe die natürlich selber auf allen möglichen Konten kreuz und quer, aber auch die Jungs und Mädels in der Testergruppe geben da fleißig Feedback und da ist eigentlich nichts Weltbewegendes mehr. Von daher kann das nicht mehr lange, wirklich nicht mehr lange dauern, bis das dann auch soweit ist, dass die dann halt kommt. Okay, dann eine Frage noch offen, wenn ich nichts übersehen habe, und zwar kann man mit Stop-Loss Gegenpositionen löschen? Wahrscheinlich schließen gemeint.
Mit Stop-Loss Gegenpositionen schließen. Da müsste ich mal das Setup erklärt haben, was da jetzt überhaupt gemeint ist damit, genau. Weil ein Stop-Loss ist ja generell erstmal nur eine Stop-Order. So, und das heißt, als Beispiel, so, wenn ich jetzt zum Beispiel Short bin und dann ist das hier oben, mein Stop-Loss ist nichts anderes als ein Buy-Stop. Also ich verstehe nur die Frage mit der Gegenposition jetzt nicht, also wie das jetzt gemeint ist. Und das heißt, ich könnte natürlich jetzt hier, nur um das halt eben nochmal zu verdeutlichen, hilft manchmal halt so ein bisschen, wenn man die Sachen überdenkt, das zu verstehen. Ich könnte natürlich hier genauso eine Buy-Stop hinlegen. Das ist nichts anderes als ein Stop-Loss an der Stelle dann auch, die aber dann halt mit Steotrader halt ausgeführt wird. Und kann so zum Beispiel jetzt die Position halt auch drehen. Das heißt, an der Stelle hätte ich jetzt einen Stop-Loss, der dann halt eine Gegenposition aufmacht. Aber wie das jetzt gemeint ist mit Gegenposition schließen, verstehe ich leider nicht. Also Ergänzung vom Fragesteller, Gegenpositionen sind Teilverkäufe. Verstehe ich auch nicht. Also klar, ich meine, ich kann ja generell im Steotrader mit Orders, kann ich ja generell hier eine Position in Teilen auflösen, egal in welche Richtung. Ja, ich bin hier short und löse dann, aber so natürlich nicht. Ja, doch so. Und löse dann halt einfach in Gegenrichtung dann halt in Teilen auf. Also hier wäre es dann zum Beispiel Verlust, Teilverkäufe oder Teilauflösung, nenne ich es lieber, weil es sind ja Teilkäufe und hier halt auf der Gewinnseite. Also das kann ich ja generell mit dem Steotrader machen. Das heißt, ich bin jetzt hier mit einem Kontrakt irgendwie short. Und je nachdem, wohin er läuft, löse ich dann halt die Position in Teilen im Verlust oder in Teilen im Gewinn auf. Geht das nur im Future-Modus oder auch in andere Modi? Das geht nur im Future-Modus, ja. Weil dort wird es ja dann entsprechend verrechnet, ne? Das heißt also, ansonsten macht das ja, wenn man das im Single Hedge-Mode als Beispiel macht, wo die Positionen ja einzelne Stop-Loss und einzelne Take-Profits haben, dort macht das ja macht keinen Sinn. Kann man anders nicht sagen, ja. Und dafür gibt es ja den Stereo Future Mode, damit man es ja eben verrechnen kann. Damit man genau so an das Ding eben rangehen kann und sagen kann, okay, das ist meine Position und die löse ich halt logischerweise mit Gegenpositionen auf. Und nicht irgendwie macht da nichts Neues auf. Okay, also der Fragesteller hat weitere Ergänzungen gemacht. Er möchte die offenen Teilverkäufe bei Stop-Loss löschen. Es geht um So. unbeaufsichtigtes Ja, klar. Klar geht Handeln. das. Also wenn ich jetzt hier als Beispiel, mal angenommen, ich bin hier long, so und will hier auch noch long gehen und hier irgendwie einen Teil auflösen, muss ich einfach nur auf Auto Exit Delete Orders. So, und das heißt einfach nur, sobald jetzt hier Stop Loss oder Take Profit auch getroffen ist, das heißt, sobald hier flat ist, nichts mehr drin ist und dann werden die Orders entsprechend gelöscht. Und die Funktion. Bitte? Heißt das in der offiziellen Version genauso oder weil du bist jetzt Ja. gerade im Beta? Ja, okay. Nee, das heißt genauso und ist auch an der gleichen Stelle. Das war schon immer drin und sollte eigentlich auch. Das war die Antwort auf die Frage. Er bedankt sich. Okay. Aber gerne doch. So, So, da 5 vor eine Frage. 7. Genau. Entscheide Ein dich. Minuten haben wir noch. Warte, da war eine Frage noch. Ich glaube, wie man die Trendlinien kopieren kann. Das ist aber eher eine MetaTrader-Frage. Wie Ja. kann ich eine Trendlinie duplizieren? Da war die Frage. Also einfach nur mit Control, also mit STRG-Taste, Control auf der englischen Tastatur, einfach da drauf und dann wegziehen. Und dann ist sie dupliziert. Genau. Mehr ist es Gut. nicht. Dann haben wir alles geschafft heute. Ja, und der DAO steht leider wieder fast genau da, wo wir angefangen haben. Ja, müssen wir das Webinar jetzt länger machen, oder? Ja, ne? Ja, super. Ich Okay. bedanke mich bei dir, Dirk. Waren auch natürlich bei den Teilnehmern, weil das Webinar lebt ja davon, dass sie Fragen stellen. Und schön, dass sie dann auch heute wieder mitgemacht haben. Und natürlich bei Dirk für die Antworten und natürlich hier nochmal fürs Zeigen, wie der SteelTrader sich immer weiterentwickelt und immer besser wird. Freut mich auch. Ein super Tool immer noch. Und ja,
Ich bedanke mich bei allen für die Teilnahme, fürs Dabeisein und für das Interesse. Möchte mich an der Stelle verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und natürlich noch viel Erfolg diese Woche. Passen Sie auf Ihre Position auf und Dirk will mal gerne das Schlusswort. Tschüss zusammen. Ja, danke von meiner Seite natürlich auch an Nelson, der nach dem Urlaub auch heute wieder dabei gewesen ist zum ersten Mal. Und nee, waren ja ein paar nette Fragen dabei und ich hoffe, das konnte dem einen oder anderen dann auch vielleicht weiterhelfen. Und bin sehr gespannt, ob wir beim nächsten Mal, wann wir das nächste Helpdesk haben, dann sind wir sicherlich schon deutlich näher an der Release dran, falls nicht sogar schon bis dorthin erfolgt ist, die 2.5. Und dann gibt es natürlich auch mal hier nochmal neues Material, was wir dann auch besprechen und zeigen können. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns ja, glaube ich, nächste Woche wieder zum Live-Trading. Und bitte? Ja, Den Nelson hat. Ja, ne? Genau, nächste Woche zum Live-Trading. Und freue mich. Ja, das war's von meiner Seite. Danke natürlich auch an den FX Flat. Und bis demnächst. Ciao.